Gehen wir immer mal die Treppen hoch. RTL exklusiv, machen Sie mal bitte auf. Oh, ich bin keine Kamera. Damit kann ich nicht umgehen. Schönen guten Tag, wir sind von RTL exklusiv. Guten Tag. Herr Meier, Sie haben Ihre Rechnung seit Dings nicht bezahlt von Internetverbindung und Sie wollen sich jetzt beschweren kommen. Kommen Sie doch jetzt mal rein. Ich glaube, muss ja im Treppenhaus sein, ne? Okay. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Komm jetzt mal rein. Ja. Ja, gleich mal da. Die machen da was. Ja. Was ist denn das ausschlaggebende Problem? Ja, schönen guten Tag. Wir kommen nochmal von RTL exklusiv. Sie haben seit 3 Monaten Ihre Rechnung nicht bezahlt. Ja. Und Alice möchte gerne jetzt ihr Geld wieder zurückhaben. Warum zahlen Sie denn seit 3 Monaten nicht mehr hier? Ich habe seit ein paar Monaten kein Internet mehr drin. Ja. Ich weiß jetzt auch, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das los ist. Ja. Wegen Alice oder was? Ja, Sie sind wegen Alice da. Seit 3 Monaten zahlen Sie Ihre Rechnung nicht mehr. Ja. Ich habe da mal was gekriegt. Ja. Die Pauschale, die ich zahlen muss hier. Ja. 251 Euro. Ja. Das kann ich jetzt nicht bezahlen momentan. Warum denn? Ja, Sie zahlen schon seit 3 Monaten aber nicht, Herr Meier. Ich habe meinen Job verloren. Ja. Ich habe doch meinen Job verloren, oder? Ich habe meinen Job verloren, ja. Seitdem ich Hartz-IV-Empfänger. Ja. Mhm. Aber Sie müssen doch Ihre Rechnung bezahlen. Ich müsste, theoretisch kann ich aber nicht. Kann ich nicht. Ich habe kein Geld in der Tasche drin, die streichen mir mein letztes Pfennig. Ja. Wenn ich hier noch mal irgendwas auf mein Konto drauf kriege, kriege ich Ärger. Mhm. Nur sowas. Dann ist doch klar, dass wir mal sauber werden, oder was? Ja, aber Sie müssen doch wenigstens bei Alice anrufen und Bescheid sagen. Einmal, ich entschuldige mich, ja? Ja.